Zeigen wir Strom? Ja. Dann in 3, 2, 1. So, da sind wir wieder. Wir haben es versprochen, das Kapsel dürfen wir heute aufmachen und auf einen Sieg anstoßen. Wir warten mal noch, holen es dann aber später nach. 36:24 gewinnt der TVB Stuttgart gegen die HSG Nordhorn-Lingen. Ja, und bei mir ist Vigo Christiansson. Und Vigo, was ist los? Ich glaube, du hast heute dein Minusergebnis. Ich habe nur 5 Tore, aber es war heute auch okay, ab und zu mal ein bisschen auf die Bank zu sitzen. Es war ein toller Erfolg heute, sehr deutlich und in dieser Höhe, glaube ich, auch nicht zu erwarten gewesen vor dem Spiel. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, Dankeschön, es war ein richtig starker Sieg für uns heute. Zwei sehr wichtige Punkte. Wir haben uns eigentlich sehr gut vorbereitet und vielleicht ein bisschen mehr vorbereitet für das Spiel als für andere Gegner. Und ich fand einfach, das hat man gesehen von der ersten Minute, Jogi hat auch sehr gut gehalten. Wir waren einfach auf alles vorbereitet von dem. Und ja, wie gesagt, Halbzeit sind wir 910 Tore vorne und ja, natürlich haben wir ein bisschen nachgegeben in die zweite Halbzeit, aber trotzdem haben wir auch die zweite Halbzeit gewonnen. Also am Ende war das ein sehr guter Sieg für uns. Du hast gesagt, ihr wart sehr gut vorbereitet auf den Gegner und die haben sich bestimmt auch sehr gut auf euch vorbereitet, aber haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass der Jogi Winter im Tor steht und der hat halt auch einmal mehr den Unterschied ausgemacht. Ja, also Jogi ist einfach ein Weltklasse-Torhüter und keiner von uns hat mitgerechnet, dass er heute spielen würde. Wir haben erst Bescheid heute Nachmittag bekommen, dass er spielen dürfte. Und er ja, hat von Anfang an gesagt heute, dass er ist einfach, ja, wenn nicht der beste Torhüter in der Liga, dann mindestens Top 3 Torhüter in der Liga. Und du bist aber auf jeden Fall der beste Torschütze in der Liga, das bleibt jetzt auch mal so, denn Robert Weber hat heute nur einmal getroffen, hat auch einen 7 Meter verworfen und da hast du heute deinen Vorsprung ausbauen können. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Kretsche des Monats. Also es läuft auch bei dir richtig gut. Ja, vielen Dank. Läuft viel besser, als ich hatte gedacht vor der Saison. Also ich hatte nie mitgerechnet, dass ich würde der Top-Torjäger nach, keine Ahnung, 10 Spielen. Aber ja, freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, dass es ja, so bleibt. Aber du hast heute, wie gesagt, auch mal zwischendurch rausgehen können. Die Jungen haben auch gespielt und die Jungen sind reingekommen und haben auch gezeigt, dass sie da sind, wenn sie gebraucht werden. Der zweite Anzug, wie es so schön heißt, der sitzt auch. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, wir haben einen sehr breiten Kader, viele gute Spieler, zum Beispiel auf meiner Position, neben mir ist Jerome Müller, der ist auch eine überragende Rückraumrechte und wir können beide eine gute Leistung bringen. Ich gucke gerade immer mal wieder rüber, denn beim letzten Mal hatten wir es dann, dass der Jürgen sich aus der Kabine gemeldet hat mit der Kamera und wahrscheinlich dann auch schon das erste Kapsel aufgemacht hat. Wir gucken mal noch ein bisschen voraus. Es geht ja dann weiter am Nikolaustag am 6.12. in Wetzlar und dann kommen die GWD Minden. Ja, wenn man jetzt die Tabelle anschaut, denkt man, naja, ihr geht jetzt zweimal als Favorit in die Spiele. Ja, also zu Hause gegen GWD Minden muss ich mir eigentlich gewinnen. Mhm. Wird auf jeden Fall ein schwereres Spiel als heute. Die haben eine erfahrene Mannschaft mit vielen guten Spielern, mit Rambo, mit Christian Seitz, mit Carsten Lichlein im Tor. Also es wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel, aber wenn wir uns gut vorbereiten, wie wir heute, vor dem Spiel heute gemacht haben, dann auf jeden Fall gehen wir in das Spiel als Favoriten. So sehe ich das. Vigo, vielen herzlichen Dank. Wir haben einen fliegenden Wechsel, denn der beste Torschütze der Liga, der darf in die Kabine gehen und sich duschen. Danke. Dafür. Und der beste Torhüter, bitte. Dafür kommt der beste Torhüter. Also, Vigo hat es gesagt, Jogi, nimm Platz. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine Schuhe hier auf den Tisch gestellt und gerade. Macht man nicht, ne? Nein. Es war eigentlich ein schöner roter Faden gewesen, weil du hast vor dem Spiel ein Bild bei Instagram gepostet, die Schuhe. Comeback, ich bin wieder da. Es kann wieder losgehen. Und wie du halt gerade eben gesagt, weil ich gesagt habe, ja, das war für den Gegner bestimmt überraschend. Und er hat gesagt, es war teilweise auch für die Mannschaft überraschend. Für dich natürlich nicht. Du hast es gewusst, dass es jetzt endlich rum ist, die Zeit, dass du einen Haken dran machen kannst. Wie wichtig. Aber auch erst 3 Stunden vorm Spiel. Also wir haben ja die ganze Zeit gewartet und gehofft, dass ich endlich negative Tests liefern kann und dass man kein Virus mehr nachweisen kann. Und dass es natürlich jetzt heute dann gerade direkt vorm Spiel ist. Wir haben versucht und gekämpft und gehofft. War natürlich glücklich, ich war sehr glücklich, als dann die Info kam, dass ich spielen darf.
Und da kommt jetzt wieder die Erfahrung ins Spiel, weil ja, du warst jetzt 2,5 Wochen nicht mehr im Mannschaftstraining. Klar hast du dich da ein bisschen fit halten können, soweit es eben dann auch gesundheitlich ging, aber das ist ja dann doch nochmal was anderes mit der Mannschaft. Aber als Torhüter geht es dann vielleicht noch und dann vor allem mit der Erfahrung. Dann hältst du die ersten 3 Würfe und der Gegner weiß direkt, oh, heute ist nichts zu holen. Das war ein guter Faktor. Klar, das war das Ziel, gut reinkommen, weil dann ist egal, was die letzten Wochen war, dann hat man ein gutes Gefühl. Dass das natürlich klappt, ist nicht selbstverständlich. Ich bin total froh, dass es geklappt hat, weil ja, ich denke schon, dass ich dann natürlich was ausstrahlen kann und der Gegner schon weiß, es wird heute schwer. Jeder hat im Vorfeld gewarnt, ja, wir waren jetzt in Flensburg und wir haben dort sehr gut gespielt, haben vielleicht sogar zu wenig dort geholt, aber jetzt kommt Nordhorn-Lingen, nicht mehr die Mannschaft aus dem letzten Jahr, sondern eine gefährliche Mannschaft mit 3 Siegen und trotzdem, ihr habt von Anfang an gezeigt, wer Herr im Haus ist. Ja, aber das war notwendig. Also es war so klar, dass wir das tun müssen. Und wir haben ja auch gesehen, sie waren teilweise mit 13, 14 Toren hinten und sie sind jede Schnelle mitgegangen, sie sind immer reinmarschiert, wollten immer ein Tor machen und das macht die Mannschaft brutal gefährlich. Die haben eine Bombenmoral und auch wenn wir heute in vielen Bereichen einfach besser waren, also ich hatte wirklich Respekt vor dieser Mannschaft und das hatten wir, glaube ich, auch zu Recht. Vigo hat auch gesagt, ihr habt euch extrem gut darauf vorbereitet. Vigo selbst hat heute ein bisschen, ja, nachgelassen, er hat heute nur 5 Tore gemacht, also sein Schnitt ganz schön nach unten gesenkt, aber ich habe eben mit ihm auch drüber gesprochen, heute durfte auch der zweite Anzug mal ran. Die Jungs, die sonst nicht so viel spielen können, und auch die haben gezeigt, was sie drauf haben. Also wenn man an Alexander Schulze denkt zum Beispiel, der Tim hat noch ein paar Tore gemacht am Ende. Also ihr könnt euch auf den gesamten Kader verlassen und ja, die Teamchemie stimmt. Ja, wir haben, wie gesagt, bisher eine gute Phase, sodass wir eigentlich auch immer bei jemanden reinschmeißen können, der dann sofort mitgezogen wird und das funktioniert sehr gut. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass wir zu früh wechseln, einfach nicht weil die Jungs nicht gut sind, sondern einfach, weil wir so ein bisschen den Rhythmus verloren haben, haben uns dann aber wieder gefangen. Von daher, ich kann den Trainer total verstehen, dass natürlich in so einem Spiel auch alle mal spielen sollen und auch einen Finn Spielzeit bekommen, einfach um sich zu gewöhnen, weil der wird in Zukunft wichtig werden und kann hier vielleicht in den nächsten Jahren eine tragende Rolle übernehmen, aber dafür muss er spielen. Die beiden Trainer sind jetzt auch schon da. Jogi, vielen herzlichen Dank, dass du auch noch direkt nach dem Spiel hierher gekommen bist. Und ja, nochmal einfach herzlichen Glückwunsch und schön, dass du wieder da bist. Und schön vor allem, dass du auch einigermaßen gut Corona überstanden hast. Ich hab's hinter mir. Du hast es hinter dir und darfst jetzt in die Kabine. Vielen herzlichen Dank. Die beiden Trainer nehmen.